Welcome back, können wir sagen, da zum Hirsch mit Pfeffer Männertag. Und wir haben in der letzten Sendung unseren Stargast, den Star-Comedian, den Peter Pfänder dabei gehabt. Wir haben auch das Mal natürlich dabei und wir haben euch, welcome back, und wir haben euch so ein bisschen anzückerlet. Wir wollen so eine Imitation. Das kann nicht jeder. Das ist eigentlich das herausragende Ding. Was du extrem gut kannst. Ich bewundere dich, die Figuren, die du da alle wirklich auf dem Lager hast. Kurt Eschbacher zum Beispiel, Paradefigur. Oder ich habe anders gefragt, welche kommt am besten an? Das ist immer ein bisschen fallabhängig. Ich glaube, der beste Moment in der Ostschweiz definitiv, das ist der Hausi, ganz klar, der Olympiasieger. Der logisch, mich kennt man, versteht ihr nicht den Dialekt? Olympiasieger. Und dann, wenn du aber irgendwo mit in der Zentralschweiz bist, dann musst du noch ein bisschen schauen, dann schauen sie komisch an. Hä? Wer ist das? Und dann muss man es zum Teil erklären. Ich hoffe nicht, dass er jetzt böse wird, aber man kennt ihn also schon nicht überall so, dass er gerade jeder weiss, wer das er ist. Der Kurt Eschbacher ist eine Institution und der kennt die ganze Schweiz. Aber es hat sich ein bisschen verändert. Wenn man ihn heute nachmacht, dann kommen sie gerade und sagen, ach, ist das politisch noch korrekt, wenn man eine Idee nachmacht. Und sie merken gar nicht, wie das birnweiche Aussage eigentlich ist. Also wegen dem Schwul? Ist doch mir gleich, an welchem Zipfel das da umeinander zupft. Das ist der Mensch, den ich gut finde. Weißt du, was ich meine? Wir sind alle ein bisschen schwul. Also, du musst heute langsam aufpassen, was du sagst und wie nicht. Ja, ich kann nicht mehr gehen, sagen im Laden in sich, gern, wo sind die hergekochten Eier? Ja, du bist schon gerade angeschaut. Ja, ja. Also, Mohrenköpfe. Kurt Eschbacher, du bist ja der Erste, der eigentlich gemacht hat. Das kann man schon so sagen. Oder einer der Ersten. Viele andere. Auf dem Sender auf jeden Fall. Absolut. Ja, ja. Und auch, würde ich sagen, einer der Besten. Auch schon von der Grösse her und so sind die ja ein bisschen ähnlich. Weißt du, das war wahnsinnig. Ich war selber eine Zeit von der Swissair gekommen. Ich war ja Flight Attendant, oder? Und dann nachher, bei der Swissair hast du einen Schnauz haben, selber eine Zeit. Sonst bist du nicht dabei gewesen. Das war ein Schmalzlöcher. Das ist ein Ja, das ist unbedingt. Aber ein grosser, schöner, weißt du? Also, wirklich, he? Warum ich denn nicht? Ja, bin am Arbeiten, am Radio und grüße euch miteinander. Da ist der andere, der das sicher nicht hätte erwartet. Und laufe nachher darum an. Bist du nicht der, was hast du vorher gemacht, sage ich bei der Swissair? Oh, pardon. Ja, weil das Image ist natürlich auch logisch. Und wir haben tatsächlich noch irgendwie gleich ausgesehen. Ich muss dazu sagen, der Kurt glaubt, findet mich nicht so wahnsinnig gut. Ich finde aber den Kurt eine Sensation. Das ist der einzige in dem Land, der beweist, dass man in ganz kurzer Zeit sehr wohl sehr tiefsinnige, respektvolle Interviews machen kann, ohne dass man jemanden demontieren muss. Ja, es ist total sein Stil, der gespürige Stil. Grossartig, natürlich. Kann, grossartiger kann, Mensch, finde ich. Kann irgendwann schon ein bisschen aufregen, oder? Immer ja, wenn es ein bisschen zu und so. Ja, aber das ist ein anderer Stil. Wir haben euch alles ein bisschen gehört, ja. Gespürt uns ein bisschen fest. Ja. Aber hast du irgendwie so, hast du ein Zickerli für die Zuschauer? Weißt du, so ein bisschen so, könntest du mal nicht tun mehr? Also, so wie der Aspi. So. Der Kide. Ja, was erwartest du jetzt? Also, mit uns mache ich so recht. Du musst. Also wenn du jetzt in die Sendung wirklich mit seinen Wäuchchen schaust, du musst vor allem so ein bisschen mit den Augen machen, immer so sanft ein bisschen überhöckeln und dann sagen, wenn er da höckelt wie so eine faule Pflume und nicht recht will. Nein, das ist jetzt noch schwierig für mich, so einfach so da. Ich möchte mir jetzt nicht. Weißt du, normalerweise kommt ja immer einer, wo du dann einen in die Pfanne haust, weil ich komme jetzt zwei ja nicht. Aber ich meine, du gerne. Weil, habe ich schon gesagt, ich spiele ja wie nicht um. In meinem Programm. Also du hast, muss man sagen, die, was nicht mitbekommen haben. Verschiedene Charaktere. Du hast wie eine gespielt, Open Air, dieses Jahr, diesen Sommer, in Engelberg. Bei der Bösewicht gewesen. Und das hat dich inspiriert zu einer Nummer, wo es wirklich einfach zu komisch ist. Ja, wenn zwei Monate jeden Abend am Marterpfahl stehst, weißt du so. Wenn es bei Regen und bei Schönwetter, dann hast du Zeit zum Überlegen. Ja. Und das war auch so ein Moloch gewesen, von ganz verschiedenen Leuten. Und die sind von überall hergekommen, von Thüringen und von Bayern. Und von Sachsen und von. Und jetzt auf jeden Fall. Hallo, ich bin der Winnetou. Ich erzähle die Geschichte da von Indianern. Es entspricht sehr viel der Wahrheit. Ja, das muss man sagen. Es ist viel erlebt, oder? Mein Lieblingsschauspieler, der Jared, dann heisst er noch Shakiri.
Mazedonier, geflüchtet im Krieg, Albaner, ist in Uri gelandet, Uri. Altdorf gelandet. Und der spielt Indianer. Da drehst du durch. Aber er ist der perfekte Indianer. Aber wenn er es wohl aufmacht, stimmt es dann nicht. Was sucht dieser Apache im Gebiet der Assiniboy? Das kannst du nicht machen. Sag ich. Mein Name ist Doppelter Adler. Ist aber ein bisschen heikel mit meinem Namen drum. Taganuk. Das war wirklich so, was es dort war mit der WM. Sag ich, du, aber sag mal, ihr jetzt hier, Albaner mit Ding, was haben die müssen zahlen? 10'000? Sagt er, 20'000 haben zahlt. Sag ich, was, ich habe gemeint 10'000, weißt du, sie machen nochmal. Mordsmäßiger Humor gehabt. Das ist ein Mensch, wo, den habe ich so gerne bekommen. Und da tut es mir dann fast leid, dass ich den, ja, machst du dann so ein bisschen lustig, dann, wenn er so, wenn man dann mit dem Dialekt hinführen kommst. Und, aber sonst so. Ich freue mich drauf. Aber die Rolle, die du gehabt hast, vom Bösewicht, meine, wir sind da Hirsch mit Pfeffer, ein Mann, das hat schon noch Spass gemacht. Ein bisschen, das ja, heißt, das wir machen ja etwas anderes. Das ist der Bösewicht. Immer der lustige Everybody's Darling. Ja, es ist, ich habe es auch als sehr einfach empfunden, den Bösewicht zu spielen. Also ein fieser Bösewicht, der zwischendurch auch noch so ein bisschen, also wirklich so, ach, pardon. Also nicht, das habe ich nicht spielen, aber so in dieser Art. Aber zynisch. Und dann so müssen ja die Leute verraten. Und sagt Mr. Winter, ihr unterstützt fremde Leute. Und dann hat er dann gesagt, ja. Hättet ihr Lust, mir ein wenig in die Gegend zu begleiten? Ich habe nicht unweit von hier eine ansehnliche Menge Fälle. Und dann, weißt du, mit dieser Theatersprache, habe ich denen alles müssen abwerfen, oder? Sind die gekommen? Wen bringst du? Sag ich, was? Na, wen bringst du? Sag ich, ich bin von Zürich gekommen, ich habe niemanden mitgebracht, ich bin allein gekommen. Er ist nicht vom Fach. Wenn wir von dem großen Theater sagen, wen bringst du? Dann meinen wir, wen spielst du? Sag ich, ah, jetzt komme ich raus. Weißt du, ich bin Durbetal gsi, ich habe den Hausi gebracht. Sag ich, pardon, und wen? Sag ich, den Hausi. Ach, müsste ich den kennen? Hallo, Schäckli, bei Olympiatiger. Aber wenn du auf der Bühne bist, ja, dich selber, auch logisch, hast du als Komiker auch ein schauspielerisches Element. Aber wenn du dort Schauspieler bist, ist das wirklich noch ein anderes Fach, wo du dich völlig musst anders vorbereiten, anders hineindenken? Jeder Gang, jeder Schritt, den du quasi machst in der Schauspielerei, ist vorgegeben. Wenn du denen sagst, als Beispiel steht im Text, es ist ein schöner Tag. Und dann kommst du und sagst, Mensch, ist das ein schöner Tag. Ich kann mit denen nicht arbeiten. Mir fehlt das Stichwort. Dann sag ich, was ist das Stichwort? Es steht, es ist ein schöner Tag. Sag ich, ja, das habe ich ja gesagt, aber nicht so, wie es steht. Okay. Ich brauche das Stichwort. Ich kann mit denen nicht arbeiten. Sag ich, lass doch einfach zu. Ich muss den einmal, weißt du, meine Rolle. Ich muss mich da hineinfühlen. Sag ich, wie wäre es, wenn du einfach spielst? Na, der hat ja, der Komiker wieder, überhaupt schon mal auf einer Bühne gestanden. Sag ich, ja, so ein bisschen. Wie viele Leute waren das? Ja, Hallenstadion, 10'000 Leute. Kleine Scherzkekse. Und da kommt einer durchzulatschen von den Elektrikern. Nein, nein, das stimmt, ich war auch dabei. Aber jetzt mal gleich noch, wie könnte der Marc Jäcki jetzt... Gut, ich kann es eben nicht, ich bin wirklich imitieren. Wie könntest jetzt du, wie könnte man den Marc Jäcki jetzt, man, er hat noch den guten Dialekt, wie ja. könnte er jetzt der Aspi werden? Ja, Aspi hat er, ist zu nahe bei ihm selber. Grüß dich, das ist so ganz wohlwollend da hinten. So. Es ist wirklich fast so ein bisschen kannst du aber, kannst du aber dann kommen wir versuchen, ja. So also richtig da hinten so... Und jetzt rätsche so. Und jetzt rätsche so. Und jetzt eine Oktav höher. Und jetzt rätsche so. Richtig hinne, gut sie. Ah, Gaoli. Und dann ist Gaoli. Ganz verrückt. Leck mir den Blick mit dem Bart, du Scheisse. Schwere Geburt, hätte der halbe Arm gleich mitgenommen. Ich bin schon jetzt auf das. So, das ja. ist dann Hassi, oder? Okay. Das aber wie gehst du so vor, wenn du eine neue Figur lernst oder wenn du einen Prominenten, muss er dir liegen oder kannst du eigentlich jeden, der etwas überspitzte Attitüden hat, kannst du dann nachher machen? Das ist das Thema, das du sagst, übertrieben, überspitzt nachmachen, nachäffen. Ja. Ich konnte am Anfang den Aspi gar nicht recht können. Dann muss ich sagen,
der Christoph Romer, Radio Z, der hat den sehr gut nachmachen. Und ich habe nichts anderes als den Romer nachgegeben. Weil der Herr Eschbacher, das ist für mich... Okay. Das war das Mass aller Dinge. Gut, wenn du zu Hause gehörst, wenn ich wohne, dann ist er ein bisschen einschlägt. Dann ist er da. Und dann bin ich daheim und dann rede ich gar nicht. Und nur mit dem Dummen. Und in dem Dummen kommen dann noch ein paar Texte vorbei. Der hat ja, wenn du dann gehst, googeln. Der hat diesen Weg viele lustige Sprüche drauf, die der raushaut. Also, im letzten Programm, das ich hatte, das sind irgendwie 80% garantiert 1:1. Von ihm gsi, wo ich gar nicht habe zu tun. Also Mike Schiele ist schon so eine Figur, Mike natürlich jetzt wieder ein bisschen aufgeflammt. Oh, jetzt muss ich mal kurz zeigen. Gut, das kannst du Stirnband, oder? Wie geht es dir, wenn du verkältet bist? Schlecht. Wie redest du denn? Genau, ist doch ein bisschen dann wird es noch besser, wenn du mir anrufst. Und dann hast du ihn schon eigentlich. Und dann musst du dahinter gehen. Musst dich damit auseinandersetzen. Wie lange hast du denn also eine Figur? Wenn jetzt die lernst, wie lange übst du, dass die wirklich bühnenreif ist? Ja, ist abhängig vom Text, aber relativ schnell eigentlich. Weil ich helfe ja eben an. Es gibt Erdung, die ich nie gerne gemacht habe, der Leuenberger. Ja, der Herr Altbundesrat. Genau, so ein bisschen das Weidenlein. Ja, das war irgendwie drauf gewesen in dem schon. Ja, natürlich. Ja, ich habe jetzt gerade gesehen, er hat Victor Giacobbo und Mike Müller, also seine Genossen, hat er quasi den Comedy Award von der Schweiz, oder? Das ist... ja, er war sehr witzig, muss man schon noch sagen. Und er hat auch einen Witz, aber ich habe den nicht. Aber es ist wichtig, dass der Prominent selber natürlich ein Merkmal hat, wo man überspitzen kann. Es gibt natürlich solche, die sind überhaupt nicht geeignet. Und zweitens wahrscheinlich auch Beobachtungsgabe von dir, oder? Du musst extrem können beobachten. Leidet er oder leidet er nicht? Jetzt der Herr Schneider, Amann, den habe ich jetzt nie können anmachen. Ich kann es auch nicht wollen anmachen, irgendwie. Früher, weißt du, so mit den Tessiner, die wir noch hatten, das war dann noch relativ einfach gewesen. So ein Lesebrüllerli und einen auf Flavio Gotti, warum kommt das? Das genau. Sind, aber dann haben wir dann lieber irgendwie, ja. Nein, aber dann gibt es eine Dertung, wo ich nicht kann, wo ich nicht will, wo ich... Aber du musst die Figur gerne haben, irgendwo durch. Das ist wichtig. Man muss Kanten und Ecken haben. Hast du einen Liebling? Am Hause bin ich schon irgendwie nah. Ja. Der ist schon irgendwie so ein bisschen, auch mit dem ganzen Gang, den der hat. Das ist so brachial, der Silberrücken, der zu laufen kommt. Aber der Sieg, der ist rumfüllend. Der hat das Charisma, das muss man eben schon einmal sagen. Da gehen die Türen auf, die Leute werden still und schauen rum und er kommt rein, hallo, ich bin der Olympiasieger. Und dann hat er so eine die Nonchalance, die er hat, komme ich nie draus. Ist er so Profi und steht über allem zu? Oder hat er einfach wirklich gehabt, dass alles, was ich abzuleben lasse? Ich weiß es nicht. Und muss er seine Rolle selber füllen? Das frage ich mich auch. Weißt, irgendwie, ja. Er weiß natürlich eben auch, wie er besprochen wird, wie er parodiert wird. Und er spielt und dann, das was ist die Reaktion also von denen? Von meinen absolut. Ja, er lacht natürlich. Aber er findet es gut. Er lacht, aber jetzt eben ein Aschbacher. Ich mag ihn wirklich nicht so gern, obschon ich mich einmal mit ihm in einer Sendung enorm. Toll und lang haben wir uns über Moden und wo niederlassen, bei welchen Dinger und welche nicht, dass wir gut sind und welche Stoffauswahl. Das war der Hammer. Wirklich. Da gibt es aber andere, wo man nicht mehr kann nachmachen, leider. Nee. Große Legende am Radio. Ich meine, wenn ich an Walter Scheibli denke, das ist für mich genau. Das ist das zweite grosse Vorbild, das ich habe. Der Walter Scheibli. Walter Scheibli, sensationelle Leistungen. Heute Abend Hirsch und Pfeffer. Nadellos im Isos. Der Hirsch und der Pfeffer. Frage ist, wer gönnt. Der Pfeffer geht im PowerPoint. Und PowerPoint, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sage. Das ist für mich das zweite Vorbild. Stimmt, aber den hast du nie gemacht, gell? Mama, der hat es. Sensationelle Leistungen.
Das müssen dabei sein. Ja, mal ein super Erlebnis mit dem Walter Scheibe. Ich habe bei Radio 24 gearbeitet und er im Hallenstadion. Ich im Studio und dann kommt der Redakteur rein und sagt so zu mir, sagt, du, da musst auch noch ziemlich doof sein, wenn der Sohn, sein Sohn heisst auch Walter, genau gleich doof ist, wie du selber heisst. Was wir nicht gewusst haben, ist, dass die Leitung im Stadion offen war. Und dann sage ich, Walter, bist du bereit für die nächste Einschaltung? Und dann sagt Walter, du kannst ihm XY sagen, wie nehmen seinen Sohn auf, das ist sein Problem. Aber wie nehme ich meinen Sohn auf, das ist meine Sache. Er hat wirklich immer noch so geredet, wie er kommentiert hat. Grossartige Figur. Das ist auch, wenn er hat ja so einen ganz eigenen Rhythmus in der Sprache, seine Paraverbalität ist er so. Ja, und bei Lesser gehen sie ja nicht wollen. Genau wegen dem gewissen Sprachfehler, oder? Ja, aber er hat effektiv auch so geschwätzt, wenn du ihn gesehen hast. Ich habe ihn x-mal kennengelernt, gesehen und Walter und ich. Und wir haben oftmals geschwätzt und er schwätzt auch. Ich will jetzt nachher, wenn es fertig ist, eine Geschichte vom CSI Zürich, die ich mit ihm erlebt habe. Grossartig, echt jetzt lang da. Einfach nur positive Geschichte. Und dann das nachher. Machen wir off the record. Alles kommen wir damit. Nein. Das ist eine Mannensendung und nicht irgendwie eine Wischweigerzeit. Und wir haben noch grossartige Rubriken. Wir haben zum Beispiel unser Hirschloch. Hirschloch, Peter, das ist unser Gast, darf immer, manchmal, wenn wir leise machen, so wir selber, irgendetwas oder jemand noch fast lieber, der dir richtig auf den Wecker so geht. Wer ist dein Hirschloch? So richtig auf den Sack geht. Es wird schwierig, jetzt ist fertig, everybody's darling. Ja. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe mir auf den 50. Geburtstag, das war vor 7 Jahren, habe ich mir ein Geschenk gemacht. Und ich habe um mich herum angefangen, wie ich das heute definiere, eine arschlochfreie Zone geschaffen. Sehr gut. Ich habe keine Hirschlöcher in meinem Umfeld mehr. Ich habe alle radikal eliminiert. Wie macht man das? Das dürfte viel interessieren. Weil meistens denkst du, ich mag eigentlich jetzt auch nicht mehr mit dir kommen. Das sind so, weißt du, so dertige Leute, die so, jetzt heiratet der neue Junge da, was ist, hast du ein Problem? Sag ich, nein, du hast jetzt eins. Wir haben jetzt das letzte Mal miteinander geredet. Was? Sag ich, du verstehst mich offenbar als Fensch nicht. Und dann will ich dich auch nicht mehr in meinem Umfeld haben. Das kann man ganz nett und freundlich. Und wenn ich dich auf der Straße sehe, hey, wie geht's? Und dann nimmt es mich Wunder. Ich frage nicht einen, wie geht's, wenn es mich nicht Wunder nimmt. Aber mit dertigen Menschen will ich privat nichts mehr zu tun haben. Und was wird besser durch das? Was wird besser durch das? Meine Lebensqualität. Ich habe keine Hirschlöcher mehr um mich herum. Ja, also weißt du, Marc, ganz einfach. Du könntest es mir auch mal sagen, wenn du willst. Nein, das, wirklich eine Würde, Peter. Nein. Aber du weißt, grosse Liebe. Also, aber kann jetzt etwas sein, was dich aufgeregt hat heute oder gestern oder die letzten paar Tage? Hast du irgendwie wirklich etwas, was dich nervt? Ja, verstehst du, wenn ich jetzt im Moment vor der Tournee so ganz einen engen Fahrplan habe und ich gehe in einer Holzerei gehen, mein Holz abholen. Wenn sie mir sagen, es ist parat und ich brauche das Holz, weil 3 Leute stehen parat, die mir dann das Flycase noch fertig nageln. Mhm. Und ich komme dort hin und er sagt, oh, vergessen. Ja, jetzt weiss ich nicht, das Holz steht nicht parat. Dann laufe ich fluchend zum Laden raus. Mhm. Okay. Weil das versichert man nachher in der Konsequenz den ganzen Tag. Dann werde ich hässig. Aber shit happens. Kann passieren oder es ist halt einfach Tagesordnung so. Ich komme wirklich aus einem anderen Zeitalter. Hätte es damals nicht gegeben, derartige Sachen. Dass der Peter fand, dass ich nicht zu fest aufregen muss über sein Holz, das er jetzt überhaupt kann ich Holz hacken. Nein, natürlich haben wir natürlich auch seine super Rubrik, die heisst Hirschkuh der Woche. Ja, Hirschkuh von der Woche ist irgendetwas, das einem wirklich unglaublich eingefahren ist. Und wir wollen eigentlich hin, dass es eine Frau ist, die sagt, ja, es muss irgendwie eine Frau sein. Es kann irgendetwas sein, whatever, ist mir eigentlich gleich. Aber eine Frau, die du jetzt willst, auf den Sockel lupfen. Ich will auf den Sockel lupfen. Gibt es für mich nur eine. Das ist wirklich meine Frau, Sabine. Was die macht, wie die mich unterstützt, wenn sie es mit ihren 2 kleinen Kindern, 3 und 6 Monaten macht. Achtung, nur an der Brust. Der Kleine nimmt den Schoppen nicht. Sie ist dazu verdammt, alle 3 Stunden aufzustehen. Ich meine, Durchhalteübungen im Militär habe ich viel gemacht. Das macht dich kaputt und sie zieht das Monate durch und
schaufelt mir den Rücken frei, wo sie nur kann, ohne zu murren, ohne nichts. Das ist etwas, wo ich frage mich oft, wie kann ich ihr zeigen, was sie mir wirklich bedeutet und was sie da macht. Und die Leistung ist etwas und sie als Mensch ist etwas. Und ja, das ist eigentlich schon, das ist schon also, für mich. Liebe Grüße an Sabine daheim, wo hoffentlich ja, zuschaut. Sabine, du bist einfach eins. Ja, und ich denke, eine Liebeserklärung sind par excellence. Peter Pfändler unterwegs, jetzt der Solo mit seinem Programm «Fadengrad und ungeschminkt». Ist wirklich gut. Lohnt sich gerade zu schauen. Er weiss es, er war mein Influencer. Auf der Website kriegen ihr alle durch. Alter, merci vielmals, bist du Gast bei mir. Danke, dass ihr das dürfen da sein. Mega, mega cool. Danke vielmals. Und alles Gute für die Tournee. Ja, danke. Alles Gute. Können wir schauen? Ja, unbedingt. Gut, also schneidet jetzt raus und dann kann ich euch die Geschichte vom Scheibli erzählen. Jetzt haben wir das los. Und nachher sind wir am CSI zurück.